Tja. Tolle Lage. Du, Helm, etwas Lustiges. Wen meint sie? Kenshi, geh mit Li Mei. Ich gehe ins Flüchtlingslager. Ich muss ihn finden, bevor er abhauen kann. Ich komme mit. Du fragst Colonel Flagg nach dem Stand der Lagersicherheit. Wozu? Weil du dann nicht hier bist. Sind wir dabei? Nein. Ich muss Kotal Kahn fragen, ob Li Meis Bericht wahr ist. Sie und ihr Team gehen in die Außenwelt. Ich weiß nicht. Hatte erwartet, dass der Himmel lila wäre oder so. Glaub nicht alles, was im Internet steht. Und was macht dich zum Experten? Die Shaolin-Archive. Ich habe viel über die Außenwelt gelesen. Kein Ersatz für Erfahrung. Wieso führst du uns dann an? Leute, bleiben wir bei der Sache. Li Mei muss einfach die Wahrheit sagen. Eine Invasion würde die Verträge von Reiko verletzen. Traue nie einem Außenweltler. Aber wenn wir Verbündete sind, warum haben sie uns nicht gegen das Unterreich unterstützt? Gegen Quan Chi und seine Gruppe von... Wiedergängern? Wie Jackie's Dad? Arschloch. Es ist keine Allianz. Ein Nicht-Angriffspakt. Wir sind nicht verbündet. Was du etwas subtiler ausdrücken, so Umgebung. Jetzt erklärt eure Absichten. Schließlich dem Grund, euch nicht zu töten. Ich sehe, du bist nicht von hier. Ich bin du. Mein Auftrag, Kotal Kahn, ist aus der Außenwelt. Daher bin ich das jetzt auch. Nennt eure Absichten. Wir sind Abgesandte. Wir müssen mit Kotal Kahn sprechen. Hier, wir haben Raidens offizielles Siegel. Ich kann sowas schnell bei dem Stand da drüben kaufen. Hör zu, du kannst uns einsperren, sogar töten. Aber wenn wir die Wahrheit sagen, kriegst du eine Gehaltskürzung. Oder Schlimmeres. Du bringst uns zum Khan, ich sag ihm, du hast uns erledigt. Vielleicht kriegst du einen Bonus. Win-win. Folgt mir. In diesen Zeiten des Krieges sind wir gezwungen, alles Mögliche Erreichung der Ziele unseres Imperators zu betrachten. Ohne sein Wissen zu nehmen, ist wie Diebstahl aus Kotal Kahns Händen selbst. Daher, da du des Diebstahls überführt wurdest, wirst du verurteilt zum Tode. Ich hatte Hunger. Die Vollstreckung des Urteils erfolgt umgehend. Tod? Für einen Diebstahl? Bedenke, wo du bist. Jin? Jin! Ich hätte ihn sollen. Eine Lektion in Vertrauen. Von einem Söldner? Und gleich noch eine Lektion. Deine warme Waffe. Schießpulver.
Ich lerne schnell. Wie jedes Mädchen ein Pony wünschen können. Die Archive erwähnten keine Symbionten. Würde gerne machen. Leider bist du irre. Bei euch alles klar? Heuchler, ja? Diese hier muss mehr über eure diplomatischen Methoden lernen. Wir müssen Kotal Kahn sprechen, General Blake. Ihr mischt euch in die Außenwelt ein. Darauf steht der Tod. Das hat hier Methode. Da wir aber die Verträge von Reko ehren, wir fragen ihr hier. Willst du die Gelegenheit nutzen, uns zu sagen, was zur Hölle das sollte? Ich frag mich schon, warum du einen Krieg für einen Brotdieb riskierst. Nicht alle Diebe sind unbelehrbar. Es hat mehr sentimentalen als finanziellen Wert. Dennoch würde ich es bevorzugen, wenn du es nicht stiehlst. Es ist ein Familienerbstück. Eines, das euch nicht zusteht.
Deine Familie gab es mir als Erinnerung an deinen Cousin Lao nach seinem Tod. An dem ihr schuld seid. Für euch gegen Shao Kahn. Ihr habt nur zugesehen, als er ihm das Genick brach. Du gehst zu weit, Kong Jin. Nein, nicht weit genug. Lass mich gehen. Das Blut des Kung Lao, Nachfahre des großen Kung Lao. Ein gewöhnlicher Dieb. Glaubtest du könntest einfach in meinen Der hinaus? Zustimmung? Ihr wolltet, dass ich euch angreife. Wieso? Um deinen Zorn freizusetzen, dich der Vernunft zugänglich zu machen. Ich fühle mich wie ein Idiot. Selbstmitleid war schon immer ein eher unglücklicher Teil deiner selbst. Ein hellerer Pfad liegt voraus. Einer, der deine Vorfahren wirklich ehrt. Der deiner würdig ist. Geh auf die Wuxi-Akt, werde ein Shaolin, wie schon Kung Lao vor dir. Ich kann nicht. Sie werden mich nicht... Sie interessiert nur, was in deinem Herzen ist. Nicht, was dein Herz begehrt. Es ist zu spät für mich. Es ist nie zu spät, Kun Jin. Euer Bericht über Flüchtlinge ist beunruhigend. Ihr Exodus in das Erdenreich war mir nicht bekannt. Aber Ich habe niemanden aus dem Erdenreich eingeladen und ganz gewiss niemand Reckung eines Urteils unterbricht. Vielleicht seid ihr ja Verbündete Melinas. Vielleicht brachte ihre neu gefundene Macht ihr neue Freunde ein. Freunde? Nein, wir wissen nicht mal, ob sie wirklich Shinnoks Amulett hat. Sie setzt Shinnoks Amulett gegen mich ein? Von dem das Erdenreich geschworen hat, es wäre sicher? Als der Außenwelt eine Teilhabe verwehrt wurde... Wir wurden angegriffen, nicht die Außenwelt. Kotal Kahn, das Feuer, das in der Sonne brennt. Wir sind hier, weil wir eure Sorgen wegen des vermissten Objekts teilen. Wäre es... Zumindest ein Erdenreichler schmiedet Wörter wie Silber. Aber wie sagt man im Erdenreich gleich? Man findet mehr Ehre unter Dieben als Diplomaten. Ich hatte die zweifelhafte Ehre, zu sein. Aber ich sage die Wahrheit. Ihr seid Verbündete Melinas. Vollstrecke das Urteil. Kotal Kahn, nach dem Recht der Außenwelt fordere ich meine Verteidigung ein. Im Combat. Was? Ein Duell? Um uns von allen Anschuldigungen zu entlasten. Das Recht verwehrt bringt das Schande über den Ankläger. Du kennst dich gut aus. Wisse auch, das Duell endet mit dem Tod. Du hast nichts gewonnen. Nur ein...